Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal in Südamerika unterwegs auf der Estancia La Paja und wir sind bereits in Folge 58 gelandet. Hab gerade frisch wieder unseren guten Drescher hier angeschmissen. Damit können wir mal so zwischendurch eine Runde von dem guten Zeug hier machen, damit unser Turm am Laufen bleibt. Da hatte ich ja eine Ladung schon reingetan. Wir wollen natürlich, dass hier möglichst die Produktion nicht unterbrochen wird. Deswegen fahre ich jetzt noch mal schnell einen Wagen voll und den machen wir da rein. Das sollte dann gehen. So, die Bahn haben wir nicht ganz zu Ende aufgenommen gehabt. Deswegen werde ich jetzt hier den kleinen Restestreifen und den kleinen Hubbel am Ende noch mitnehmen. So. Frisch ein paar neue Bahnen. Das Feld ist ja auch gleich fertig beim Dreschen hier. Also der Drescher ist gleich durch mit dem Feld. Können wir den Rest noch einlagern. Und dann läuft das Ganze. So, hier läuft auch wunderbar. So soll das sein. Aber bevor wir hier natürlich jetzt irgendwas wieder neu ansehen können, müssen wir natürlich erstmal sehen, dass wir den Spaß hier runterkriegen. Ne? So, voller Korntank. Okay, dann werden wir nach der Bahn hier erstmal den entleeren. Und dann wollen wir mal gucken. Wenn wir den Arbeitsschritt erstmal nicht mehr mit überwachen müssen, dann können wir auch ein bisschen durchgehender unser Zuckerrohr machen, weil das dauert eine ganze Zeit, bis man Zuckerrohr fertig hat. So, ich gehe mal kurz hier aus. Ein bisschen schneller das Laufen anschalten. Da ist er, aber hier ganz hinten müssen wir hin. Da ist der freundliche Kollege. Ich hege die Vermutung, dass wir mit Glück eigentlich hier sogar alles reinkriegen. Obwohl, das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Ja, das können auch vielleicht noch so zwei Ladungen sein und die gehen hier definitiv dann nicht mehr rein. Das heißt, ich glaube, ich werde gleich Kackbreche einmal durch die Frucht auf den Weg da fahren und das hier mal ins Lager bringen und dann hier wieder herkommen, dass wir den Spaß dann einmal hier richtig vom Tisch haben dann. Wie gesagt, es kommen halt immer Arbeitsgänge zu kurz, wenn man zu viele Arbeitssachen auf einmal macht. Wenn man Produktion laufen hat, dann ist ja alles okay. Aber Sachen, wo man selber noch mit ran muss oder die man selber mit versorgen muss, ist immer schwierig. Ja, wir wollen ja zum Beispiel auch das gute Zeug dann noch ans Laufen bringen. Da müssen wir dann mal gucken, wie es aussieht mit unserer Palettengeschichte. Jetzt schon wieder eine Palette fertig ist, weil die würden wir dann nämlich mal in die Nudelfabrik bringen und dann mal gucken, was wir dann machen. Was wir da genau brauchen, um sie zum Laufen zu kriegen. So, hier fahren wir erstmal einmal schön im Kreis. Unser Doppellagersystem ist jetzt hervorragend funktioniert. Ja, wunderbar, die haben wir schon mal auf Lager. Schön unseren kleinen Kreis hier fahren, wunderbar. So muss das sein. Da sehen wir auch, dass die Palette fertig ist. Das heißt, die müssen wir gleich auch mal eine Runde da wegpacken und dann vielleicht schon zu den Nudeln bringen. Und da können wir vorher gucken, was die Nudeln brauchen. Nudelfabrik, dann werden wir jetzt gleich hier vom Feld mal stumpf runterhüpfen und direkt zur Nudelfabrik.
werde auch gleichzeitig gucken, ob wir noch eine Bier- oder eine Bäckerei-Variante dann laden müssen, aufladen müssen. Und der Punkt ist, bei Bier und Brot ist der Nachteil eindeutig, dass wir halt immer nur Platz für eine Palette haben. Da muss man halt immer zwischendurch daran denken. Hier muss definitiv Weizen rein. Das heißt also, wir haben jetzt Weizen eingelagert. Hier könnte man natürlich mit Weizen, Wasser, Gerste, also muss auch alles rein. Da müssen wir beim nächsten Mal dann gucken, dass wir die beim nächsten Mal auch mal mit bedenken. So, die Bierpalette ist halb voll. Die Brotpalette hier ist voll. Das passt dann schon mal. Dann werden wir hier einmal die Brotpalette laden. Das machen wir aus. Ihn machen wir hier ab. Die Begründung ist ganz einfach. Ich fahre jetzt ihn hier rückwärts hier ran. Weil natürlich wird die Bierpalette jetzt das nächste sein, was voll ist. Und dann müssen wir hier den Ladevorgang starten können. So einmal ist es ja. So, müssen gucken, dass wir auch vernünftig ranfahren. So, das hat auch geklappt. Dann machen wir ihn gleich wieder aus. Und war das auch der Fehler vielleicht von mir jetzt gerade? Die andere Frage ist, wo haben wir denn unseren Vorbau gelassen? Ich so durchschalte die verschiedenen Geräte. Nochmal gucken. Nö. Das muss ich echt gucken. Irgendwo hatten wir doch. Muss ich mit Anlauf über den Zaun hüpfen? Ich habe doch sonst hier unsere Vorderladergeschichte abgestellt. Jetzt frage ich mich gerade, wo ich sie gelassen habe. Das sind Gewichte. Hier ist eine Sämaschine. Hier sehe ich auch nichts. Da ist unser Streudünger. Ah, das habe ich bestimmt hier drüben stehen gelassen, oder? Ja, hier steht's. Weil wir haben jetzt ja das Problem, dass wir natürlich jetzt erst einmal ein Fahrzeug brauchen kurzfristig. So. Dann lasse ich ihn jetzt einfach mal so kurz stehen hier. Dann müssen wir einmal sehen, dass wir den Kram nachholen. Ja, hier brauchen wir ja nicht neu ansehen, sondern der Seepart ist schon da. Wie das jetzt mit dem Düngen und sowas aussieht, das weiß ich so jetzt leider nicht. Ich bin natürlich schon wieder falsch gefahren, das gestehe ich zu. Jetzt will mal den Grünstreifen hier leider. Ja, irgendwann mache ich da auch noch ein Stückchen Teer hin und dann ist fertig. Oder Asphalt oder Beton und dann ist gut. So. Den holen wir uns jetzt im kurzen Vorderladerpart, liefern die eine Palette eben irgendwo an. Das sollte dann eigentlich kein Ding sein. Oh, von der Korntank ist auch schon wieder. Okay. So. Schaufel wegbringen. Drin ist nichts, ne? Die kann ich so wegbringen. Ja, wir müssen natürlich immer sehen, dass die Produktionen da drüben auch laufen. Also sprich, unser Schreiner muss immer was machen da und ne, wir können gucken, was die Honigjungs da machen. So, dann brauche ich mal die Palettengabel. Da haben wir die genommen. Ein bisschen höher, dass wir nicht die Schaufel mitnehmen. So. Gut, ja, da ist eine Palette Brot drauf. Bier haben wir ja schon. Die Produktion von Bier ist aber auch eher angefangen, deswegen ist das kein Ding. So. Anfang ist gut, Höhe ist bescheiden. Höhe ist immer noch bescheiden. So, das funktioniert auf jeden Fall. Das ist ja schon mal was. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo bei der Produktion hier die Palettengeschichte ist. War hier mal rauf. Also hier ist auf jeden Fall Wasser. Dann wird hier der Getreidepart sein. Hier wird Palette hier vor dem Haus sein, schätze ich.
Na, hier kriege ich anscheinend das Fertige raus. Brauchen wir hier gar keine Palette? Muss ich gleich nochmal gucken. Nee, hier brauchen wir gar keine Palette. Cool. Okay, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Dann können wir natürlich jetzt gucken, wer von den beiden Jungs hier. Ja, das Brot hat weniger reingekriegt, ne? Auf jeden Fall. Dann machen wir die hier hin. Da seht ihr sie stehen. So, dann werden wir jetzt den ganzen Vorbau abstellen. So, einmal auf Vorbau gehen. Abstellen, ausfahren. So. Ja, wir haben natürlich jetzt viele Kleinigkeiten. Eine Sache, die wir auch noch gucken wollten, die ich noch angesprochen hatte, war natürlich, wie geht es unseren Tieren. Die hatten wir natürlich schön angefüttert für mehrere Tage, aber da guckt man natürlich zwischendurch trotzdem mal drauf. Auch was die Produktionsgeschichten angeht, für die Milchgeschichten oder sowas. Hier müssen wir hier rückwärts wieder ansetzen. Dass wir hier den Zuckerrohr noch machen können. So, das hat geklappt. Kippen einmal durch, weil hier kam die Nachricht, dass er schon wieder so weit wäre. Und ich hatte recht, es ist nicht mehr eine Ladung gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Rest da noch reingepasst hätte oder nicht, aber wenigstens, wenn er das nächste Mal sich meldet und fertig ist, dann ist das nicht ganz so akut mit dem in Hüpfen. So, aber die Ladung, die macht er erstmal klar. So, dann gucke ich jetzt einmal aufs Tiermenü. Heute machen wir tatsächlich so ziemlich alles, so wie es aussieht. Und wir sehen, die Jungs können Wasser, Stroh, Mais kommt jetzt ja mit der Ernte rein. Stroh haben wir eigentlich, das sollte nicht das Ding sein. Und Wasser verteilen sollten wir auch können. Das werden wir dann zwischendurch mal machen, wenn wir mit dem Feld hier fertig sind. Jetzt werde ich erstmal hier aussteigen. Muss einmal kurz hier einsteigen. Den Helfer erstmal anmachen, weil der war noch nicht an. So, dann fahren wir hiermit los. Und dann geht es hier weiter, wie ihr seht. Ja, wunderbar. Weil das sind noch einige Bahnen, die wir machen müssen. Und hier, einziger Vorteil, wir haben den Arbeitsschritt gespart, dass wir hier hinterher sehen müssen. Wie oft wir, wie viel wir düngen müssen, weiß ich nicht. Jetzt mal, wir haben erstmal eine Düngephase über, weil das wird garantiert der Resthäcksel sein, der hier liegt. Das wird wahrscheinlich als einmal düngen gelten. Das heißt, dann müssen wir noch zweimal nachdüngen, so wie es aussieht, wenn es dann alles so richtig ist. Unterarbeiten oder sowas können wir es ja in der Form nicht, weil dann würden wir ja eigentlich die Frucht zerstören, also den Zuckerrohr zerstören. Wollen wir nicht. Gucken wir mal, wie das und ob das funktioniert. Das ist ja unser erstes Mal. So, jetzt drehen hier beide ihre Kreise, so soll es sein. Ich habe 7000 Liter drin und er sieht wahrlich noch nicht voll aus. So, da sind wir dann schon wieder. Gleich neben ihm. So wie es sein soll. So, die Bahn hier machen wir noch eben zu Ende. Ja, bin ich zu weit gefahren? Ich glaube eher, ich bin zu weit weg. Ist immer schwer zu sehen, so. So ist besser. Ich darf nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten fahren. Ja, am besten steht das gute Stück immer im rechten Winkel zu uns. Und das ist der weiteste Weg, den es hat, weil auf dieser Seite sind die Bahnen schwieriger zu fahren, weil natürlich der Traktor auf dieser Seite übersteht. Wenn wir auf der anderen Seite fahren, dann haben wir ein bisschen mehr Spiel darunter. Ne? So, ja, die Bahn hier fahre ich eben zu Ende, dann lasse ich ihn dann in Ruhe drehen. Und dann werden wir mal eben das Feld zu Ende bringen. Und wir müssen auch noch den Rest in den Strohhänger voll machen, damit die weiterläuft, die Geschichte.
So, er wird jetzt hier eine Runde drehen. Kann er auch in der Zeit. Ja, werden wir hier wohl selber Hand anlegen müssen, weil er sagt, er wäre fertig. Und ich sage zu ihm, nö, du bist nicht fertig. So. Ja, Helfer ist aus. Drescher anschalten ist richtig. Müssen wir tatsächlich aber selber Hand anlegen hier. Versuchen schön gerade zu fahren. In der Strohspur. Dass wir es richtig hinschwaden hier. Ja, jetzt mal irgendwelche Begriffe in den Raum und ich hoffe, dass man es auch so nennt. Bin natürlich kein Landwirt, ne? Alles, was ich hier sage, sind selbst irgendwo gehörte Wortfetzen sozusagen. So, aber in der Zeit, wo wir diese Bahn hier zu Ende mähen, ist leider die Folge auch schon wieder zu Ende für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein passendes Abo da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein passender Daumen wäre auch cool. Wir danken natürlich auch recht herzlich bei all denen, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Wünsche habt oder irgendwelche Vorstellungen habt, das würdet ihr gerne im Landwirtschaftssimulator 2019 sehen. Dann schreibt das auch gerne in den Kommentarbereich. Dann kann man mal gucken, was die Leute sich so vorstellen, was so noch passieren soll. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.